Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Account. Heute hier mit einem, ja, etwas anderem, einer etwas anderen Folge. Ich habe heute gesehen, dass man hier bei dem Event. Oh, wow. Das ist. Ich weiß echt nicht, wie ich das sehen soll, dieses Event. Das ist einerseits mega geil. Klar, hier 4er VMs vor. Ja, nicht for free, aber für Uni-Fragmente. Und ein bisschen Diamanten. Ich habe mir überlegt, ob ich das vielleicht machen soll, tatsächlich. Ah, ist eine schwere Entscheidung. Ich habe nämlich heute aus Versehen einmal da drauf geklickt und einen 4er VM bekommen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was das war. Ich glaube, Kraftverstärker oder irgendwie so. Und bin jetzt irgendwie verleitet dazu, meine kompletten Unis dafür rauszuballern. Wir können mal gucken hier auf den Stand meiner Unis. Ich habe 17.000, ich hatte halt 18.000 irgendwas Unis. Das ist schon mega viel. Und fast schon an einem Palk hier. Nur, jetzt kommen die Punkte, die gegen einen Palk hier sprechen, ne? Und zwar, also eigentlich ist der größte Punkt, ich habe zu viele Pokémon, die ich spielen will. Ich überschreite halt die 9 für meine drei Teams. Und ich wüsste momentan einfach nicht genau. Also wenn ich es baue, klar, dann habe ich es, aber toll. Also dann habe ich ein Pokémon zu viel, muss irgendwo anders wieder eins rausnehmen. Von da her denke ich, dass ich momentan einfach keine neuen Pokémon brauche. Also klar, es wäre schön, eins zu haben, aber es muss halt auch nicht unbedingt sein. Ich werde irgendwann bestimmt sowieso ein Palkia kriegen. Und deshalb habe ich mich heute jetzt dafür entschieden, dass ich die Uni-Fragmente ausgeben werde. Eben für 4er VMs, davon profitiere ich momentan einfach mehr. Da kann ich schön die Pokémon, die ich habe, gut pushen und einfach schöne Fähigkeiten draufballern. Und das, ja, ich kriege eh so viele Uni-Fragmente einfach auch täglich durch die ganzen Quests. Ne, nicht durch die Quests, Quatsch, was laber ich da? Einfach hier durch Weltenboss und so weiter und so fort. Und dazu noch halt auch durch hier, wenn ich mal wieder zehnfach ziehe oder whatever. Das geht ja alles recht schnell, dass man da wieder Unis bekommt, Arceus, die ich mir immer kaufe und wieder umwandeln kann. Genau. Deshalb vorerst verabschiede ich mich von dem Palkia und sag Hallo, 4er VMs. Hey. Genau, das finde ich viel, 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 viel angenehmer. Ich denke, das werden wir auch recht schnell schon machen. Ich glaube einfach jetzt. Ich habe heute zwar schon den ein oder anderen Diamanten ausgegeben, werde dadurch nicht mehr auf eine Belohnung, glaube ich, kommen. Vielleicht noch die 5000 Diamanten-Ausgabebelohnung, denn ich war. Oh, wer hätte es gedacht? Total ungeduldig, was die Wesen angeht. Ich habe heute so oft aktualisiert, das war wirklich nicht so gut. Es kam so oft ein Plus-Initiative-Wesen auf die Alga, nur leider dann mit Minus-Spezialverteidigung. Und das ist halt nicht akzeptabel für mich. Wenn ihr jetzt mal hier guckt, es würde 500 Diamanten einfach kosten, um hier weiter zu aktualisieren. Und das ist es mir jetzt erstmal nicht wert. Vielleicht machen wir das noch zweimal später, wenn die Diamanten nicht reichen, die Ausgabe nicht reicht für hier das Event. Das sind jetzt nicht die geilsten Belohnungen, aber ich kann sie mal mitnehmen. Die hochwertigen Tickets brauche ich ja sowieso auch noch für Latios. Ich habe mir nämlich letztens auch hier, wie ihr sehen könnt, ein Latias gefangen. Das Wesen ist auch einigermaßen okay. Ich hatte irgendwie 120 Tickets und von den 120 Tickets kamen zwei Latias und eins davon habe ich aus Versehen verscheucht und das andere konnte ich dann zum Glück aufnehmen in mein Team, fangen hier plus Spezialangriff minus Verteidigung ist okay. Ist leider keine Initiative gewesen, aber passt schon. Werde ich eventuell auch bauen. Genau. Dann schauen wir einfach mal, was wir hier so kriegen von den VMs. Ich hoffe, es gibt ein paar geile. Ich hoffe, Tempo, nee, Windesschnelle 4 wäre halt richtig, richtig gut. Da wäre ich mega glücklich, wenn ich das bekomme. Und auch sonst natürlich klar, heilen Fähigkeiten immer gerne, Schutzgeister. Yes, einfach geile Fähigkeiten, genau, so viel dazu. Und dann hauen wir einfach mal los, 10 können wir safe machen, werden wahrscheinlich so 13, 14 werden. Genau, starten wir einfach mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sehr schön und sehr traurig auch wegen den Uni-Fragmenten, aber das ist es mir tatsächlich jetzt wert, haben hier sehr viel Diamanten ausgegeben, kommen auf, ja. Passt, die 5000. Schauen wir mal, ob ich das noch einmal aktualisiere später. Ich weiß es nicht. Eigentlich wäre es halt die totale Verschwendung. Und heute ist Gildenkrieg. Heute ist Gildenkrieg, okay? Gut zu wissen, ne?
Das hätte ich sonst fast wieder vergessen. Aber jetzt erstmal zu den wichtigen Punkten hier. Meine Fähigkeiten gehen mittlerweile auch schon wieder. Ich habe einige angesammelt. Und jetzt. Oh, komm schon. Gib mir gute Fähigkeiten. Das wäre so schön. Sonst. Ich will nicht, dass das umsonst gewesen war. Hier die Uni-Fragmente, die ich geopfert habe. Und die Diamanten waren ja auch 1200 Diamanten, ne? Die ich da ausgegeben habe, sogar ein bisschen mehr. Also von dem her starten wir einfach und gucken, was wir kriegen. Kristall 4 kann man hier schön für Defensive irgendwie. Ne, Moment, doch. Ja, auf. Ja, mal gucken. Irgendeinem Supporter werde ich das, denke ich, platzieren. Da ist auf jeden Fall nicht schlecht. Prozentuale Werte nehme ich immer gerne als 4er VRMs an. Und gucken wir, was wir noch kriegen. Rage 4, ich glaube, das ist jetzt mein zweites, genau. Passt auch. Ich habe einige Pokémon, wo ich das drauf machen möchte noch. Ja. Aber trotzdem bevorzuge ich doch lieber hier Windeschnelle. Ich brauche unbedingt Windeschnelle. Unbedingt. Heilen 4, sehr geil. Nehme ich mit. Habe ich jetzt mein drittes hier noch rumliegen. Brauche ich aber auch alle tatsächlich. Es gibt so viele Pokémon, die noch keinen Heilen 4 haben und eins brauchen, ne? Machen wir gleich weiter. Kraftverstärker brauche ich, glaube ich, nicht mehr. Ah ja, passiv an. Obwohl, für Solgaleo ist es nicht schlecht. Der kann das auch gut gebrauchen. Machen wir weiter. Kristall 4 nochmal. Ist auch okay. Eigentlich ist alles okay, was Vierer-Fähigkeiten oder Vierer-VRMs sind und nicht die neuen. So von daher. Aber ich brauche unbedingt Tempo, die Windesschnelle. Unbedingt nochmal Rage 4. Windesschnelle 4. Sehr, sehr gut. Wie viel gibt das eigentlich? 30%. Das ist halt GG. Und davon bräuchte ich eigentlich ganz viele. Ja, vielleicht ziehen wir noch eins. Das wäre halt richtig gut. Erstmal nochmal ein Kristall 4. Das reicht jetzt so langsam. Heilen 4 nehme ich auch immer gerne. Elementarhaut 4 ist auch nicht schlecht, dass ich hier auch mal ein bisschen variieren kann. Schutzgeister wären halt auch noch The Dream. Nochmal ein Kraftverstärker, den brauche ich jetzt wirklich nicht mehr. Lebenskraft 4 ist auch gut. Und dann die letzten beiden. Oh, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich noch eine Windesschnelle. Das wäre wirklich richtig, richtig gar nicht. Nee, leider nicht. Kein Kristall mehr, bitte kein Kristall mehr. Lebenskraft, okay. Okay. Alles gut trotzdem. Ich habe eine Windesschnelle 4 wenigstens bekommen. Die kann ich dann auf das Arceus hauen. Glaube ich, dass ich das also tatsächlich dann auf das Arceus hauen werde. Ich brauche leider nur hier noch vorab die letzte Fähigkeit drin. Habe auch keine Low-Fähigkeiten gerade, die ich da reinballern könnte. Ja. Von daher warte ich da noch. Ich werde heute jetzt keine Fähigkeit machen, denn ich brauche einfach erstmal die Stufe 1 und 2 Fähigkeiten, um das hier auszugleichen. Deshalb, ja. Oh, puh. Also ich hatte echt, das ist schon fast so schlimm wie eine Zehnfachziehung gewesen, wenn du weißt, du kriegst ein Safe Legendary, weil es einfach so wenige Vierer-VMs gibt. Aber das war okay. Wir haben, ich glaube, jetzt 5 heilen 4. Ich muss nochmal kurz gucken. Ne, 4. 4 mal heilen 4 für. Also einmal, ne, Ho-Oh hat schon. Für Regieis. Das kriegt noch einen heilen 4. Dialga kriegt heilen 4, wenn das fertig ist. Kyokri kriegt heilen 4, wenn es fertig ist. Und Regigigas, wenn ich das irgendwann habe. Eventuell davor auch nochmal der Hirsch oder Lugia. Das werden wir sehen. Aber ja, so weit der Plan. Ah, puh, ich bin echt. Das hat mich jetzt gerade fertig gemacht. Hier das Ziehen. Schauen wir mal, vielleicht können wir hier auf Hierachi eine Sache tatsächlich draufhauen. Denn hier habe ich nichts, was ich unbedingt behalten will. Klar, das ist nicht schlecht. Und auch hier der Rückschlag 3 ist nicht schlecht. Aber auch hier könnte ich noch eine nette Viererfähigkeit drauf machen. Elementarenergie brauche ich für Arceus. Rage ist eher unnötig. Klärung für Dialga. Kampfgeist ist nicht so sinnvoll auf Hierarchie. Windesschnelle wäre natürlich auch geil, aber ich glaube, dass ich hier die Elementarhaut vorziehe. Das ist die Frage. Elementarhaut auf Hierarchie ist auf jeden Fall nicht schlecht. Dann kriegt es einfach nochmal mega. Also dann geht es halt einfach nicht mehr tot. Mit Glück geht das hier weg. Hier diese Kampfabwehr 2. Das wäre richtig nett. Ansonsten, ja. Unlicht wäre auch noch okay. Geist wäre auch noch okay. Wobei ich die eigentlich behalten will, da durch den Psychotypus von Jirachi das schon nicht schlecht ist. Ja, es wäre halt einfach super, wenn das in das letzte springt. Das würde ich auch gerne behalten. Ja, schauen wir mal. Probieren wir es.
wo es reingeht. Oh ja! Wie gut! Wie gut! Oh ja, super! Ich freue mich. Ich freue mich. Das ist richtig super. Das ist richtig, richtig geil. Hat hier jetzt ordentlich Spezialverteidigung nochmal dazu bekommen. Auch hier, ja, 5 Vierer VMs drin und Rückschlag plus hier so ein Kram. Irgendwann werde ich noch hier Launenheber reinmachen. Nur, ja, das ist wahrscheinlich, werde ich das sogar sperren. Denn Spezialverteidigung ist schon ganz geil. Oder ich lasse es und hoffe halt, dass, wenn ich es nochmal versuche, hier eins von den beiden weggeht. Oder halt der Rückschlag, wobei der Rückschlag auch recht gut ist. Nur Launenheber würde ich gerne haben. Auf Hierarchie noch. Das ist halt einfach. Dann kann der Gegner überhaupt nicht mehr die Ulti einsetzen. Ich hab. Warte mal, wie viel habe ich hier? Ein Launenheber. Zwei. Ich brauche für Seelebier nämlich auch noch eins. Damit hier auch die Ulti unendlich oft einfach gespammt werden kann. Ich würde sagen. Auf Hierarchie würde ich eher Launenheber 2 machen. Und auf Seelebi dann Launenheber 3, denn ich will, dass das Schild die Ulti sehr, sehr schnell ab ist, immer wieder. Und ja, gut. Nee, lass das jetzt hier mit den Fähigkeiten. Ich habe eine gute hier reingekriegt und damit auch das Hierarchie ganz schön geboostet. Schon ziemlich hoch. Zu meinem Team, zu meinem Pokémon generell nochmal. Das können wir heute nochmal einfach schauen, wie ich da so bin. Es geht halt so schnell nach oben, alles hier mittlerweile. Und damit ihr da nicht auf der Strecke bleibt, nochmal ein kleines Feedback hier. Hierarchie, mein stärkstes mittlerweile wieder, oder immer noch, 538.000 Kraft mit den Ultra-Durchbrüchen, halt einfach alles voll, so gut wie, das ist richtig, richtig sick. Von der Freundschaft auf 70 mittlerweile und Temposchub 3, Bla Wesen kennt ihr mit auch alle. So. Geheimfähigkeiten habt ihr auch gerade gesehen, sehr, sehr gut. Accessoires haben wir auf Hierarchie hier mittlerweile alles plus 76. Oh, das ist so krank. Das macht einen mega Unterschied hier, die Prozente einfach. Ja, fast 30% auf den Verteidigungswerten und KP und auch hier schön die Schuhe hochgehauen, damit auch die Geschwindigkeit passt. Zuchtlevel 20, da hat sich nichts getan. Und yes, bei meinem Arceus. Bin ich auf die, also habe ich mittlerweile eine Blitztafel plus 7. Das ist ziemlich, ziemlich gut. Das ist halt eh der Endboss, also das Arceus. Das macht 1 gegen 3 manchmal. Und also wenn man Arceus mit zwei schwachen Pokémon, also mein Arceus mit zwei schwachen Pokémon gegen ein 1,5 Millionen Team oder so zum Beispiel stellen würde und das Arceus da alleine gegen diese drei Pokémon, es würde wahrscheinlich gewinnen, weil es halt einfach so krass ist. Das ist einfach heftig. Das Viech ist einfach heftig. Von den Durchbrüchen geht es noch, also da habe ich die wichtigsten Sachen durchbrochen, klar. Den Rest versuche ich jetzt gerade hier nachzuziehen, schön die Verteidigungswerte noch hochzukriegen. Ja, will seit Ewigkeiten nicht, da bin ich jetzt echt schon länger dran, die hochzuhauen. Aber das will nicht springen, nicht durchbrechen, kommt aber noch. Temposchub 3 mittlerweile auch wieder, ich habe gewechselt, denn es ist einfach sinnvoller auf Arceus und mein Wesen, ja, Standard. Auch auf 70 schon. Hier will ich natürlich Elementarenergie drauf. Und. Warte, doch. Elementarenergie war das. Ja, Elementarenergie. 4 Schutzgeister. Und am besten eine Windesschnelle. Rage. Ja, da muss einiges drauf. Und bevor ich das nicht habe, ist das Arzt auch nicht fertig. Ausrüstung auch hier von den Accessoires. So gut wie alles plus 76. Ist halt auch richtig saftiger Damage drauf, fast 60% zusätzlich. Verteidigungswerte sind mega geil. Und auch die Schuhe. Vor meinem Seelebier. Gleiches Spiel. Die Accessoires sind einfach over the top. Aber da sind wir noch nicht. KP, klar, die Durchbrüche, da hat sich nicht viel verändert. Ich habe alle mittlerweile mindestens auf plus 99 gehauen, von denen, die wichtig sind. Klar, hier Temposchub 3, immer noch das gleiche. Und. Auch auf 71 von der Freundschaft mittlerweile. Geheimfähigkeiten hier. Ja, da drücke ich mich vor, genau wie bei Ho-Oh, weil ich einfach nicht will, dass die Schutzgeister überschrieben werden. Brauche ich eh mehr 1er VMs. Von daher, ja, warte ich da, schiebe ich das so vor mir hin, vor mir her die ganze Zeit irgendwie. Accessoires haben wir gesagt. Mega, mega OP. Auch Level 76 alle. Und hier, glaube ich, auch die besten. Ja, fast 60%. Es ist halt so krank. Und auch hier.
sehr nette prozentuale Werte drauf. Plus 20, klar, wie. Also war ja eh mein erstes plus 20. Yes, yes. Ho-Oh, auch gut solide. Die Durchbrüche sind auch recht sahnig. Alles hier auf 99, außer den Spezialangriff. Leider noch nicht auf 70, da bin ich gerade dran von der Freundschaft. Geheime Fähigkeiten sehen immer noch so katastrophal aus wie vor 2 Wochen. Und die Accessoires, ja, hier habe ich noch nicht wirklich weiter gepusht, denn ja, das Set wird sich noch verändern. Sobald ich Level 79 bin, kann ich dann auch die ganzen Vierer anziehen und ich habe hier ein Vierer Titan-Set vollständig. Und ja, das wird Ho-Oh dann kriegen und daran werde ich dann weiter polieren und das verbessern. Da brauche ich hier kein 2er Titan-Set. Yes. Mittlerweile auch plus 20. Claro. Hab hier Macho Mai 3 noch drauf. Wesen hoffe ich irgendwann, dass ich das noch verändern kann. Ich will kein Minus-Initiative-Wesen einfach haben. Und ja. Aufs Regieis können wir nochmal kurz gucken. Das ist mittlerweile nämlich auch sehr hoch gegangen schon. Von den Durchbrüchen hier habe ich KP, Initiative, Spezialangriff schon. Und die Verteidigungswerte kommen jetzt demnächst. Hab hier die S-Fähigkeit drauf bekommen, das war ja auch im Video. Und ja, Freundschaft dümpel ich gerade so ein bisschen rum. Da kommt natürlich auch noch mehr, Zauberwasser 5, bla bla bla. Geheimfähigkeiten bin ich auch dabei hier voll zu machen. Logisch. Und auch von den Accessoires habe ich hier nur eine Titan-Set Stufe 1. Einfach nur wegen den Set-Boni so ein bisschen. Und auch das Regieis ist mittlerweile plus 20. Lugia, ja, macht sich auch Stück für Stück nach oben, hat hier schon nette Werte, Spezialangriff, Initiative und die defensiven Teile sind schön durchbrochen. Hier auch die Freundschaft kommt Stück für Stück hoch, das ist auch fast voll. Hier Accessoires habe ich noch gar nichts drin, das ist einfach nur random, das was gerade noch übrig ist. Und yes, der Hirsch kommt auch immer mehr und immer mehr, das ist schön. Habe hier mittlerweile Bodyguard drin und von den Durchbrüchen Initiative, Spezialangriff. Sehr, sehr geil. Auch die Freundschaft ziehe ich Stück für Stück nach und von den geilen Fähigkeiten gleiches Spiel. Wenn ich welche kriege, baller ich sie rein. Accessoires hat hier ein Sternträger-Set plus 2 oder in Stufe 2. Das wird auch noch verbessert, ausgebessert. Irgendwann. Zuchtlevel bin ich gerade dabei, das hier den Hirsch auf 20 zu machen. Genau so lange, also ich push da jetzt noch gerade so lange Pokémon rein, bis Dialga fertig ist. Dann wird der Fokus sowieso komplett auf das Dialga gepackt. Mein Zapdos, das wird hier gerade so ein bisschen links liegen gelassen. Es ist immer noch strong as fuck, aber ja, ihr seht, Level 68, da ist schon ein bisschen Zeit her, als ich das letzte Mal gelevelt habe. Und auch mein Solgaleo kommt ganz langsam mit Kombi 3 hier drauf und ja, Durchbrüche noch nichts. Und der Rest ist auch noch nicht wirklich erwähnenswert, aber das werde ich auch pushen, Stück für Stück. Genau. Gut, soviel zu meinem Pokémon, soviel zu diesem Video. Das soll es gewesen sein hier für diese Folge, für diesen besonderen Anlass. 1820 oder irgendwie so Fragmente habe ich jetzt heute verballert. Alter, ein Defdeoxys? Ziemlich nice. Ah, gut. Ja, von Leani. Auch mittlerweile, glaube ich, sogar in unserer Gilde. Yes. So viel habe ich heute verballert, 1820 ungefähr von den Unifragmenten für nette Vierer-VMs. Ah, was tut man nicht alles, wenn der Schuh drückt. Gut, hau da Rinsen mit einem Grinsen und bis dann. Ciao, ciao. That I'm at an all time. No.